Ja, zunächst herzlichen Dank für die Einladung heute, dass ich unser Praxisprojekt an der Hochschule vorstellen darf. Sie sehen mich hier ein bisschen unglücklich vorne stehen, weil ich undankbare Aufgabe habe, zwischen Ihnen und der wohlverdienten Mittagspause zu stehen. Deswegen werde ich versuchen, mich so kurz wie möglich zu halten und liegt dann in Ihrer Hand nachher bei den Fragen, die Mittagspause noch weiter hinauszuzögern oder näher ranzuziehen, je nachdem, wie Sie das dann haben wollen. Wie schon angekündigt, möchte ich ein bisschen was zur offenen Hochschule sagen, dem Projekt gefördert vom BMBF mit Unterstützung vom Europäischen Sozialfonds. Die Hochschule Harz hat in der ersten Wettbewerbsrunde den Zuschlag bekommen, drei ganz interessante berufsbegleitende Konzepte zu entwickeln. Da werde ich heute ein bisschen was zu sagen. Was mir auch wichtig ist, die Gelegenheit nutzen, ein bisschen Werbung für die Hochschule zu machen. Am ersten Gliederungspunkt, den Sie da sehen, der eine oder andere kennt vielleicht die Hochschule Harz noch gar nicht, ist eine recht kleine Hochschule. Im zweiten Teil sage ich noch ein bisschen was ganz grob zum Thema offene Hochschule an sich. Was ist eigentlich Ziel? Was soll damit erreicht werden? Im dritten Teil zeige ich Ihnen das Umsetzungsbeispiel, was wir also ganz konkret machen. Ich werde das ein bisschen an dem berufsbegleitenden Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen aufhängen, also Ihnen zeigen, was da die Inhalte sind, wie der bei uns aufgebaut ist, was Ziel der ganzen Sache ist. Und in Punkt 4, das soll auch erwähnt sein, sind da noch die Kontaktdaten. Dann starten wir. Die Hochschule Harz in Wernigerode besteht aus drei Fachbereichen. Und das Foto, was Sie da sehen, leider nicht so gut zu erkennen, weil es relativ hell ist, aber so sieht es da wirklich aus. Also eine sehr, sehr schöne Campus-Hochschule noch, sehr viel Grün mit einer Rektoratsvilla, die Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut wurde, wo also das Rektorat dann auch den Dienstsitz hat. Wir sind in Wernigerode mit den beiden Fachbereichen Wirtschaftswissenschaften und Automatisierung Informatik vertreten, haben noch einen zweiten Standort in Halberstadt, ungefähr 30 Kilometer von Wernigerode weg, mit dem Fachbereich Verwaltungswissenschaften. Es ist eine recht junge Hochschule, ist 1992 gegründet, ist sehr überschaubar. Wir haben unseren Sitz im Stadtteil Hasserode, Wernigerode, also die Biertrinker unter Ihnen können mit dem Stadtteil, glaube ich, was anfangen. Leider gibt es die Brauereien im Stadtteil mittlerweile nicht mehr. Die sind auf die grüne Wiese gezogen, vor die Tore von Wernigerode. Aber die Hochschule gibt es noch da und da haben wir auch einen ganz tatkräftigen Sponsor, der uns da immer bei unseren Studentenprojekten und anderen Bereichen auch unterstützt. Wir sind eine der größten Hochschulen in Deutschland für Tourismusmanagement. Das glaubt man aber gar nicht, wenn man Wernigerode hört, wenn man Sachsen-Anhalt hört, aber es ist tatsächlich so. Insgesamt sind wir etwa 3.500 Studierende an der Hochschule über diese drei Fachbereiche verteilt. Wir sind sehr global ausgerichtet, haben insgesamt 73 Partnerhochschulen. Das ist auch für unsere Berufsbegleitenden sehr interessant, dass wir diese Partnerhochschulen haben, denn die Studierenden haben auch berufsbegleitend die Chance, in ein Auslandssemester zu gehen oder sollen auch die Chance bekommen, in ein Auslandssemester zu gehen. Da muss natürlich immer der Arbeitgeber mitspielen. Also wir haben so zwei Arten von berufsbegleitenden Studierenden. Die einen, die uns sagen, ja, sie machen das für sich, sie möchten ja sich berufsbegleitend sich weiterqualifizieren und ihnen ist es vollkommen egal, was der Arbeitgeber davon hält. Dann haben wir berufsbegleitende Studierende, die uns sagen, wir möchten das gern machen, aber auf keinen Fall darf der Arbeitgeber davon erfahren, dass ich mich ja weiterqualifiziere. Weil dann könnte der ja Angst bekommen, dass, wenn ich dann erstmal qualifiziert bin, mich woanders hinbewerbe. Und dann haben wir die Studierenden, die sagen, jawohl, mein Arbeitgeber schickt mich direkt hin, der finanziert sogar mein Studium teilweise mit diese Studiengebühren, die da auf mich zukommen. Also das sind diese drei Gruppen, die wir an der Hochschule eigentlich vereint haben. Wir haben relativ viel Erfahrung mit berufsbegleitenden Studiengängen. Wir haben einen berufsbegleitenden Bachelor BWL laufen, der über 9 Semester geht und woran sich auch der Wirtschaftsingenieur-Studiengang, den ich gerade erwähnt habe, orientiert, auch von den Inhalten her orientiert. Aber dazu sage ich gleich ein bisschen mehr. Die Öffnung der Hochschulen haben wir schon relativ viel gehört heute und auch gestern. Trotzdem kann ich noch so zwei, drei Dinge zu sagen. Die Öffnung soll geschehen durch transparente Übergänge zwischen hochschulischer und beruflicher Bildung. Wir wollen bedarfsgerechte Angebote an den Hochschulen anbieten. Und das ist auch unser Ansatzpunkt gewesen bei der offenen Hochschule. Das heißt, wir schauen in der Wirtschaft,
was wollt ihr denn eigentlich, was wir an Hochschulen anbieten? Und da war es in der Vergangenheit immer so, dass dann die Unternehmen zurückgefragt haben, naja, was bietet ihr denn an? Und wir, naja, wir bieten das an, was ihr wollt. Und so ging das immer hin und her. Mittlerweile sind wir da schon ein Stückchen weiter. Heißt, in unserer offenen Hochschule werden wir einmal oder bieten wir aktuell schon einen Zertifikatskurs an für die Energie- und Versorgungswirtschaft. Da hat uns also, da haben die Stadtwerke, die Energiewirtschaft ganz genau gesagt, was brauchen die denn eigentlich von uns? Was sollen denn die Mitarbeiter können, die bei uns studieren? Und aufgrund deren Erkenntnisse, die wir da gewonnen haben, haben wir dann diesen Zertifikatsstudiengang aufgebaut. Ein anderes Beispiel dafür ist unser dritter Teil, den wir anbieten innerhalb der offenen Hochschule, ein Masterstudiengang berufsbegleitend für die Wirtschaftsförderung. Auch da haben wir geschaut, was brauchen denn die Leute eigentlich, die da arbeiten? Was wollen denn die eigentlich haben? Und dann haben wir angefangen, diesen Studiengang aufzubauen. Das heißt, das ist relativ wichtig für uns, dass wir immer wieder in Kontakt stehen mit den potenziellen Studierenden und auch mit den Unternehmen. Was wollt ihr eigentlich haben? Und dann bauen wir euch die passenden Module, die passenden Studiengänge auf. Auch das ist nicht selbstverständlich. Oft ist es so, dass man die Studiengänge baut und dann schaut, naja, wer soll das denn jetzt eigentlich studieren? Wer soll denn da eigentlich in diesen Bereich hinkommen? Ziel soll sein, ich glaube für alle Projekte in der offenen Hochschule, dass man das Fachkräfteangebot dauerhaft sichert, dass man die Durchlässigkeit erhöht. Auch das haben wir schon gehört, und dass wir einen schnellen Wissenstransfer in die Praxis haben. Also Dinge, die erforscht werden, die in der Theorie erforscht werden, auch praktisch in die Anwendung zu bringen. Zielgruppen sind einmal aufgelistet noch für alle offenen Hochschulen. Einmal Personen mit Familienpflichten, Berufsrückkehrer, Studienabbrecher, arbeitslose Akademiker oder Berufstätige. Wir haben uns in unserem Bereich wirklich auf die Berufstätigen konzentriert, obwohl wir auch schon Erfahrungen haben in dem Bereich der arbeitslosen Akademiker. Da gab es mal ein gefördertes Projekt, AQUA hieß das. Akademiker qualifizieren sich für den Arbeitsmarkt. Da hatten wir an der Hochschule über 3 Jahrgänge hinweg Akademiker aus Osteuropa, hauptsächlich Russland und Kasachstan, die sich an der Hochschule Harz weiterqualifiziert haben, um dann für den deutschen Arbeitsmarkt fit zu sein. Das war ein ganz spannendes Projekt, um da mal ein bisschen Durchlässigkeit in das Thema zu bringen. Darüber haben wir schon gesprochen, berufsbegleitend studieren, auch ohne Abitur. Das heißt, mit einem Meisterabschluss beispielsweise, auch über andere Bildungsabschlüsse, Fachoberschule, Berufsoberschule, was es da alles gibt. Auch die Zulassung über Maturenprüfungen. Das heißt, wenn eben Studierende zu uns kommen, die kein Abitur haben, dass die eben die Möglichkeit haben, über Maturenprüfungen Mathematik und andere Fächer eben anerkannt zu bekommen. Projektziele direkt für uns ist einmal die akademische Weiterbildung für Personen mit beruflichen oder privaten Pflichten, also berufsbegleitend das anzubieten. Das heißt, man muss ja ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um attraktiv zu sein für Studierende, die berufsbegleitend studieren wollen. Und wir wollen ganz konkret bereits erzielte Kompetenzen anrechnen. Wir hatten gerade in dem Vortrag vorher das Thema der pauschalen Anrechnung. Da haben wir schon sehr, sehr viel Erfahrung in unserem berufsbegleitenden Bachelor BWL. Und so ähnlich wollen wir das auch umsetzen für unseren berufsbegleitenden Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen, dass wir also mit Technikerschulen ganz konkret zusammenarbeiten, mit REFA-Schulen ganz konkret zusammenarbeiten, wo wir also ganz pauschal sagen können, wer zu uns kommt, bekommt das erste, das zweite, das dritte Semester pauschal angerechnet und kann dann somit ganz konkret das Studium verkürzen. In unserem berufsbegleitenden Bachelor BWL läuft es tatsächlich so, dass man das Studium von 9 auf 6 Semester verkürzen kann, wenn man denn von einer Partnerschule kommt, wo wir eben pauschal anrechnen. Aber da kann ich gleich ein bisschen was mehr zu sagen. Und wir wollen, das ist gerade schon angeklungen in meiner Vorrede, ganz konkret Netzwerke bilden mit Kooperationspartnern aus der Wirtschaft, also wo wir mit Unternehmen zusammenarbeiten. Wir machen das sehr intensiv in dem Bereich BWL mit VW Financial Services. Also da sind relativ viele Studierende bei uns, die aus diesem Unternehmen ganz speziell kommen. Und das wollen wir weiter ausbauen. Also wir haben die Chance, dass wir, weil wir relativ klein sind, auch sehr gezielt auf Unternehmen zuzugehen, sehr gezielt auf Studierende oder auf Schulen zuzugehen, um dann Angebote zu stricken, was die wirklich brauchen. Aber wir wollen weg davon zu sagen, wir überlegen uns mal was die brauchen könnten. Wir wollen hin zu sagen, was braucht ihr eigentlich, und dann bauen wir uns euch das. Da ist Sachsen-Anhalt relativ weit. Es gibt im Moment vom Land ein gefördertes Projekt, wo alle Hochschulen kooperieren im Land. Das heißt, wir schauen, was bieten wir denn berufsbegleitend für Module eigentlich an, aus den verschiedenen Kursen, aus den verschiedenen Studienangeboten. Und das bündeln wir in einem Pool. Und wenn dann irgendwo ein Unternehmen, ein Verband, eine Vereinigung an eine Hochschule herantritt und ihre Vorstellungen äußert, was sie eigentlich haben möchte,
dann geht diese Hochschule, die angesprochen wurde, hin und schaut, wie können wir denn aus den gesamten Modulen, die an den Hochschulen in Sachsen-Anhalt gelehrt werden, für die ein passendes Angebot kreieren. Das heißt, wir sind da sehr flexibel und gehen da wirklich auf die Bedürfnisse der einzelnen Unternehmen auch ein. Das sind die drei Punkte, die ich gerade schon genannt habe, was wir ganz konkret im Projekt Offene Hochschule auch bearbeiten. Einmal die Weiterbildung im Bereich der Energie- und Versorgungswirtschaft, die läuft seit Januar mit insgesamt 17 Studierenden. Wir haben dann bei 17 Schluss gemacht, eigentlich sollten es nur 15 sein, die das Ganze machen. Aber wir haben dann Anfragen von bis zu 30 wirklich Berufstätigen bekommen, die das machen wollten. Aber wir haben gesagt, das ist erstmal eine Testphase in unserem Projekt, also machen wir bei 15 Schluss und testen erstmal ein Jahr diesen Durchgang, diesen Zertifikatskurs. Der zweite Schwerpunkt, was ich schon gesagt habe, ist das Ingenieurstudium für Techniker, was mit einem Bachelorabschluss enden soll. Und der dritte Schwerpunkt ist das Masterstudium im Bereich Wirtschaftsförderung, was wir anbieten. Also das sind diese drei Bereiche. Und Sie sehen schon, sie ähneln sich inhaltlich nicht sehr. Also es ist schon herausfordernd, da zu schauen, wie gehen wir denn, wir sind insgesamt nur 4 Mitarbeiter in dem Projekt, wie gehen wir denn da speziell jeweils auf die einzelnen Wünsche der Partner ein. Studienziel soll tatsächlich sein, dass die Studierenden nach den Bachelor of Engineering bekommen. Die Zielgruppe sind Personen mit abgeschlossener Technikerausbildung, also von unseren Partnerschulen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wir wollen tatsächlich die Module so anrechnen, dass wir das Studium deutlich verkürzen können, also von 9 auf 8, auf 7, auf 6 Semester unter Umständen. Wir haben schon festgestellt, das ist gar nicht so einfach. Auch wenn man mit den Kollegen aus dem Fachbereich Automatisierung Informatik spricht, muss man da sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, um dahin zu kommen, um zu sagen, Mensch, prüft doch mal ernsthaft, ob nicht bestimmte Inhalte, die ihr habt, nicht mit der Ausbildung vergleichbar ist. Weil wir müssen ja nicht schauen, wie die Leute da hinkommen, sondern wir müssen nur feststellen, dass derjenige die Kompetenz hat, um ihnen einen bestimmten Abschluss dann verleihen zu können. Kooperation habe ich schon genannt. Wir kooperieren sehr eng mit der REFA Sachsen-Anhalt. Wir sind in Gesprächen mit sehr vielen Technikerschulen. Als Beispiele genannt ist die Technikerschule in Braunschweig, in Nordheim und die Technikerschulen in Thüringen, die da großes Interesse haben, mit uns auch zusammenzuarbeiten und die aktiv auch nachfragen und sagen, jawohl, das ist auch für uns ein Wettbewerbsvorteil, wenn wir unseren Schülern sagen können, wenn ihr hier fertig seid mit eurer Ausbildung, geht ihr dann gleich in das Studium über. Zu den Credits kann ich auch noch ein bisschen was sagen. Auch da haben wir gerade schon ein bisschen was gehört. Was bedeutet das eigentlich? Also wir brauchen mindestens 180 Credits für einen Bachelorstudiengang. Ein Credit entspricht immer 25 Stunden Workload. Also um einen Credit zu bekommen, muss ich 25 Stunden Arbeit investiert haben, um dann diesen auch wirklich verdient zu haben, diesen Credit, den ich da bekommen kann. In einem berufsbegleitenden Studiengang dürfen wir maximal 25 Credits pro Semester vergeben. Das heißt, mehr ist nicht möglich. Dann sagt dann irgendwann die Akkreditierungsagentur, sie glaubt uns das nicht mehr, dass man neben dem Beruf auch noch eine bestimmte Anzahl oder eine sehr hohe Anzahl von Credits eben erreichen kann. Daher können wir den eben in 9 Semestern anbieten, diesen Bachelor. Und wir wollen tatsächlich Vorleistungen anerkennen. Das heißt, bis zu 50% ist möglich. Wir haben aber festgestellt, das werden wir nicht erreichen. Also die 50%, da werden wir nicht rankommen. Im BWL, auch das haben wir vorhin schon gehört, ich weiß nicht mehr, wer es war, der gesagt hat, naja, wenn jemand eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten hat, dann ist ein BWL-Studium kein Problem mehr. Kann man so sehen, sehe ich ein bisschen anders. Ich bin BWLer, aber da will ich jetzt nicht streiten. Also ist das so. Im Technikerbereich werden wir das nicht hundertprozentig hinbekommen. Was sollen Inhalte sein? Also einmal natürlich die fachlichen Kenntnisse und dann auch Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens. Jemand, der berufsbegleitend studiert, seinen Bachelor, für den heißt es noch lange nicht, dass ich dann aufhöre. Das heißt, der Weg kann ja noch weitergehen. Also zum Master beispielsweise und auch zur Promotion, zum PhD. Die Hochschule Harz selbst kooperiert mit der Ruskin University of Cambridge. Das heißt, unsere Studierenden, die das möchten, können dann an der Universität in Cambridge dann promovieren, in Kooperation mit der Hochschule Harz. Also da sind wir auch schon relativ weit in dem Bereich. Wichtig ist mir ganz persönlich die sozialen Kompetenzen. Ich will jetzt keinem zu nahe treten, gerade den Technikern hier nicht, aber meine Erfahrung ist immer, dass so
die Techniker gerade da noch so ein bisschen Nachhilfe brauchen im Bereich Motivation und Umgangsformen. Das ist gar nicht abwertend gemeint, aber das ist auch eine Aufgabe mit einer Hochschule, in dem Bereich ein bisschen tätig zu werden. Und natürlich der Bereich Projekterfahrung. Das heißt, wir haben auch einen sehr großen Baustein, Praxisprojekt mit dabei, wo also dann die Studenten auch wirklich Praxisprojekte abarbeiten müssen und sollen. So ist der Wirtschaftsingenieur aufgebaut. Es ist durch das Licht ein bisschen schwer zu sehen. Aber Sie sehen nochmal, die vom ersten bis zum sechsten Semester, im ersten und zweiten Semester werden 25 Credits vergeben, im dritten bis sechsten Semester 20 Credits und in dem Bereich der ersten sechs Semester wollen wir dann wirklich pauschal anerkennen. Wie das Curriculum aussieht, auch das habe ich Ihnen mitgebracht, das schauen wir uns gleich an. Die Herausforderung ist, auch das klang eben schon in dem Vortrag an, dass wir wirklich schauen müssen, wir haben die Inhalte festgelegt im Curriculum und machen jetzt gerade die Anrechnungsprüfungen mit den Technikerschulen. Schauen also, wo können wir eigentlich Inhalte anerkennen. Und jetzt kann es uns ja passieren, was auch gerade schon gesagt wurde, dass wir feststellen, na gut, wir können ein Fach, ein Modul anrechnen, was im vierten oder im fünften Semester liegt. Heißt, dann ist es jetzt unsere Aufgabe, dieses Modul dann eben vorzuziehen in das erste oder in das zweite Semester, um dann pauschal und alle Studierenden in einem Bereich starten zu können. Dass sie also wirklich im dritten oder vierten Semester dann loslegen können und nicht dann sich was zusammenstückeln müssen aus verschiedenen Semestern. Wir haben das im siebten Semester aufgeteilt in zwei Berufsfelder, in zwei Vertiefungsrichtungen. Das ist einmal das Thema erneuerbare Energien, dass die Studierenden dann vertiefen können und im zweiten Bereich, ganz interessant, das Thema Produktion und Logistik. Also das sind diese beiden Schwerpunkte, die die Studierenden dann berufsbegleitend dazu wählen können. So sieht das Curriculum aus, was ich gerade schon erwähnt habe. Heißt, Sie sehen, diese neuen Semester, die schließen ab mit der Bachelorprüfung. Im siebten und achten Semester haben wir schwerpunktmäßig das Thema Praxisprojekt, wo also Praxisprojekte auch bearbeitet werden sollen, entweder im Unternehmen oder an der Hochschule. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass wir so drei verschiedene Gruppen von Studierenden haben. Manche wollen das gar nicht, dass es der Arbeitgeber erfährt, weil dann eben die Angst da ist, dass der Arbeitgeber das torpediert. Das habe ich auch selbst schon erlebt. Ich habe lange Zeit den berufsbegleitenden Bachelor BWL koordiniert, den es an der Hochschule gibt, und hatte dann auch schon weinende Studierende bei mir im Büro sitzen, die dann gesagt haben, naja, jetzt bekomme ich immer die Nachtschicht, kurz bevor eine Präsenzveranstaltung ist, weil mein Arbeitgeber nicht möchte, dass ich eben berufsbegleitend studiere. Auch das passiert. Und da muss man dann schauen, wie geht man dann damit um? Geht man vielleicht nochmal ins Gespräch mit dem Arbeitgeber? Das sind Ausnahmen, das gebe ich gerne zu, aber auch das passiert, dass Arbeitgeber so reagieren. Das heißt, in dem Curriculum, wie gesagt, das ist so verabschiedet vom Fachbereichsrat, aber hier ist die Herausforderung jetzt noch zu schauen, wie schieben wir noch einzelne Module, noch einzelne Units, um eben in den ersten Semestern anrechnen zu können. Wie ist der Zeitplan im einzelnen Modul? Vielleicht ist das auch noch ganz interessant, darüber zu reden. Wir stellen auch Selbstlernmaterialien zur Verfügung. Das können einmal Bücher sein oder Skripte, die wir erstellen. Und wir schreiben dann nach dieser Selbstlernphase, die wir haben, eine Eingangsklausur. Erst wenn der Studierende diese Klausur bestanden hat, darf er an der Präsenzveranstaltung in Wernigerode teilnehmen. Solange das nicht passiert, darf er auch nicht in die Präsenz. Der Hintergrund ist hauptsächlich, dass wir auch sicherstellen wollen, dass sie sich damit beschäftigt haben, mit diesen Inhalten in der Selbstlernphase und dass der Dozent, der da vorne steht, auch auf einem Wissensniveau aufbauen kann. Das heißt, es nützt mir nichts, wenn ich da jemanden dabei habe, der eine hat es mal schnell noch durchgeblättert, die ganzen Unterlagen einen Tag vorher, der nächste hat da sehr intensiv mitgearbeitet und der nächste hat gesagt, na gut, hatte mal Lust, so 2-3 Stunden habe ich da schon investiert. Das heißt dann, wo setzen Sie denn dann auf, wenn Sie als Lehrende da vorne stehen? Also das soll auch dazu dienen. Ich hatte vor 2 Semestern das Glück, dass mir das Dekanat in eine Vorlesung Business Process Reengineering auch 3 verschiedene Zielgruppen reingesetzt hat. Also einmal international Studierende, BWL, dann hatte ich dabei Masterabsolventen und Dienstleistungsmanagement-Bachelor-Studierende, die da mit drin saßen. Und die eine Gruppe, die hat sich schon gelangweilt, weil das Thema Orga konnten sie nicht mehr hören. Das waren die Masterstudierenden. Die nächsten haben gesagt, naja, sie hatten das sehr intensiv im Studium oder gar nicht im Studium, das Thema Organisation. Da muss ich noch ein bisschen was nachholen. Und die nächsten waren so eine Mischung aus diesen beiden. Das heißt, dann stehen sie dann vorne und wissen gar nicht, wo sie ansetzen sollen. Egal, was sie machen, langweilen sich die einen oder die anderen kommen nicht mehr mit. Das heißt, das soll so unsere Eingangsklausur da sein.
Dann folgt die Präsenzveranstaltung, ist in der Regel samstags und sonntags in Wernigerode. Die Studierenden kommen dann zu uns, haben dann ihre Präsenz und legen dann noch eine zweite Prüfungsleistung ab. Das kann wieder eine Klausur sein, das kann eine Hausarbeit sein, das kann ein Referat sein. Das hängt dann von dem Dozenten ab, wie der das haben möchte und wie der das organisiert hat. So ist also der Aufbau ganz grob. Wie es danach weitergehen kann, habe ich gerade schon gesagt. Das heißt, das ist am Beispiel des BWLers. Das heißt, die Studierenden können ihren Bachelorabschluss berufsbegleitend bei uns erlangen, können dann weiter den Master studieren und können dann an unserem PhD-Programm teilnehmen, dann also noch bis den Weg zur Promotion gehen. Das ist immer ganz spannend, wenn ich so Infoveranstaltungen habe und dann so die Schüler aus Technikerschulen dann vor mir sitzen, wenn ich dann diesen Weg aufzeige, dann gucken die immer alle ganz betroffen und das kann ich auch nachvollziehen, weil jemand dann da ist, das dauert schon seine Zeit und da muss man auch sehr intensiv arbeiten und wirklich sehr, dran sein, auch das wirklich erreichen zu wollen. Ansonsten hat man wirklich ein Problem, das zu erreichen über die lange Zeit. Auch da sind wir dabei. Das war auch gerade in der Hälfte der Studienzeit Mentorenprogramme anbieten mit unseren Studierenden aus der Wirtschaftspsychologie, die es also dann schaffen, den Studierenden da so ein Ziel aufzuzeigen. Also die schauen zurück, da im vierten und fünften Semester, sehen gar nicht mehr, wo sie angefangen haben und schauen nach vorne, sehen da vielleicht noch 4, 5 Semester, bis sie dann irgendwann ihren Bachelorabschluss haben. Also die zu motivieren, die bei der Stange zu halten, das ist unser Ziel. Unsere Abbrecherquote ist in unseren berufsbegleitenden Studiengängen verschwindend gering. Also haben wir, wenn ich das hochrechne über die Jahre, die wir schon haben, vielleicht 2, 3 Studierende, die da vorher abgebrochen haben. Der Rest zieht es tatsächlich durch. Ich hoffe, das wird im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen so ähnlich werden. Aber das werden wir uns anschauen müssen dann. Wie geht's weiter? Wir starten einen Vorkurs Mathematik im Wintersemester 14/15. Der wird also jetzt Ende Oktober starten. Da werden wir eine Kooperation mit der TU Wildau eingehen. Das heißt, die haben schon einen sehr, sehr schönen Mathe-Online-Vorkurs, den wir teilweise mit benutzen werden, für unsere Bedürfnisse noch anpassen werden. Und die Studierenden haben die Möglichkeit, zu 4 Präsenzveranstaltungen nach Wernigerode zu kommen und da noch Fragen zu stellen. Wenn also in dem Online-Kurs bei dem Selbstlernen dann noch Fragen aufgetreten sind, können die das gerne in Wernigerode machen. Da ist unser Plan, dass wir das ein bisschen anders aufbauen. Oder wir versuchen, Mathematikkenntnisse anzurechnen. Und zwar keine, die im Vorfeld erworben wurden, sondern für Studierende, die zu uns kommen, die sehr, sehr fit im Thema Mathematik sind, wollen wir Teile aus dem Studium rausnehmen, aus Mathe 1 beispielsweise, und vor das Studium ziehen und denen die Möglichkeit geben, schon Teile des Studiums, bevor sie eingeschrieben sind, bei uns zu studieren, was wir dann anrechnen, wenn sie dann in das Studium gehen. Das ist eine relativ große Herausforderung, gerade mit den Mathe-Kollegen, da mit denen zu diskutieren und zu überlegen, was macht denn das Sinn und wie können wir das Ganze denn organisieren. Aber das ist was wir jetzt angehen wollen. Geplanter Start unserer Testphase im Wirtschaftsingenieur ist das Sommersemester 2015. Wir wollen ganz bewusst bei einer Gruppengröße von 10 bis 20 Studierenden bleiben, weil das einfach der Vorteil auch der Hochschulen, glaube ich, allgemein oder der Hochschule Harz ist, dass wir eben keine Hörsäle haben, wo da 500 oder 1000 Studierende drin sitzen, sondern tatsächlich 10 Studierende, die man auch sehr intensiv betreuen kann. Das heißt, wo wir auch Telefonkonferenzen anbieten, kurz bevor einer Klausur, wo die Studierenden nochmal die Chance haben, Fragen zu stellen. Wir nutzen auch das Online-Tool StudIP sehr intensiv, wo also auch da die Studierenden Möglichkeit haben, in Foren Fragen zu stellen und mit den Lehrenden und mit den Dozenten in Austausch zu treten. Im ersten Jahrgang werden wir keine Studiengebühren erheben, weil das im Projekt finanziert wird, oder am ersten Durchgang werden wir keine Studiengebühren erheben. Danach wird dieser berufsbegleitende Bachelor Wirtschaftsingenieur auch gebührenpflichtig sein. Bei unserem BWLer sind das, mit dem wir so eine Hausnummer haben, 980 Euro im Semester, die Studierenden da bezahlen. Die Präsenzveranstaltungen werden 4 wöchentlich an der Hochschule sein. Das heißt samstags und sonntags, und wir bieten in den Semesterferien immer regelmäßig Laborwochen an, wo also die Studierenden dann die Möglichkeit haben, Dinge, die sie in der Theorie sich erarbeitet haben, auch mal praktisch anzuwenden und zu gucken, ob das auch alles so funktioniert, wie es in den Büchern steht. So sieht so ein Orga-Plan mal aus. Das heißt, wir haben dann samstags 8:30 Uhr Start mit der ersten Klausur, Statistik beispielsweise.
von 8:30 bis 9:30 und dann geht es in die erste Präsenzveranstaltung von 10 Uhr bis 15:30 Rechte und Buchführung. Und so ist das eben aufgeteilt über den gesamten Stundenplan. Also die Studierenden immer erst die Klausur schreiben und dann 4 Wochen später erst die Präsenzveranstaltung haben, sofern sie denn die Klausur bestanden haben. Ist das nicht der Fall, haben die Studierenden dann natürlich das Pech und müssen warten, bis die Klausur beim nächsten Mal angeboten wird, die Veranstaltung beim nächsten Mal angeboten wird, beziehungsweise wenn der dann läuft und mehrere Jahrgänge parallel studieren, hat man auch mal die Chance, da nochmal zu springen. Gut, das sind so die Dinge, die ich Ihnen vorstellen wollte, was wir an der Hochschule machen, was wir auch planen mit unserem Wirtschaftsingenieur. Und jetzt dürfen Sie, sofern Sie noch Fragen haben, damit starten. Ich habe gleich eine, ich habe mir unter dem Qualifikationsrahmen immer vorgestellt, vor allen Dingen, wenn das dann so deutsch und europäisch geregelt ist, dass dann alles klar ist. Jetzt gestern hatten wir das auch, Sie auch. Sie haben dann wieder alles einzeln mit irgendwelchen Partnerschulen geregelt. Ja. Was bringt Ihnen dann eigentlich so einen Rahmen? Also uns noch gar nicht. Also wir machen wirklich ganz gezielt so, dass wir an die Schulen rangehen und mit denen das einzeln, also wirklich anschauen, was sind die Lehrinhalte in diesen Schulen. Und dann gleichen wir das mit unseren Lehrinhalten ab. Das machen wir ganz gezielt und das sehr erfolgreich in anderen berufsbegleitenden Studiengängen. Und da werden wir auch so schnell nicht von weggehen. Was wir parallel aber noch anbieten, sind die individuellen Anrechnungen. Also die Studierenden kommen dann zu uns, reichen ihre Unterlagen ein, zahlen dann 100 Euro. Das bekommen sie dann aber wieder, wenn sie eingeschrieben sind an der Hochschule. Und dann prüfen wir individuell, welche Vorleistungen anerkannt werden können und welche nicht. Aber mit den Schulen machen wir es tatsächlich so, ganz gezielt an die Schulen, da prüfen wir und dann rechnen wir pauschal an. Sehen Sie denn am Horizont, dass das irgendwann, ich sag mal, standardisiert ist oder halt speziell für die Studierenden überschaubar ist, dass die von vornherein wissen, ohne sich jetzt in eine Einzelprüfung zu begeben, das funktioniert, das kann ich machen und das wird mir anerkannt? Also die Absolventen der Technikerschulen können das ja. Denen kann man ja sagen, also ihr könnt das sofort studieren, sobald ihr eure Ausbildung fertig gemacht habt an der Technikerschule. Das funktioniert. Na, auf der anderen Seite ist es ja auch ein Wettbewerbsvorteil der Hochschulen. Also eine Hochschule, die sich individuell auf die Schüler dann in dem Fall noch einschießt und da auch individuell anerkennt und prüft, hat ja gegenüber anderen Hochschulen dann auch einen Wettbewerbsvorteil. Und das ist ja auch ein Punkt, den man so gar nicht so einfach so zur Seite legen sollte, meiner Meinung nach. Haben wir noch Fragen im Publikum? Drüben noch, Moment. Vielen Dank. Ich war ehrlich gesagt über die Kosten Ihres Studiums sehr überrascht, wie niedrig die sind. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe einfach mal schnell hochgerechnet. Wenn Sie 10 Studierende in einer Kohorte hätten und hätten ein ganz normales Bachelor-Vollzeitstudium, bei dem, was Hochschulen für angewandte Wissenschaften haben, dann müssten Sie, um das aufzufüllen, normalerweise 10.000 Euro im Jahr Studiengebühren nehmen. Ein bisschen mehr eigentlich sogar. Wie kriegen Sie es gebacken? Also dieses Beispiel, was ich genannt habe, ist wirklich von dem BWLer hergeleitet. Da ist das gut kalkuliert und durchaus ausreichend. Also wir können damit auch die Stellen finanzieren, die diesen Studiengang auch betreuen. Aber das funktioniert. Bei dem Wirtschaftsingenieurwesen wird das ein bisschen mehr werden, weil die Labore ja auch teurer sind. Das heißt, da müssen wir wirklich kalkulieren, welche Geräte werden eingesetzt, welche Räume werden da genommen. Aber da werden wir deutlich, deutlich teurer liegen. Ich wage mal eine Prognose, dass man vielleicht um die 1.800 Euro dann liegt. Der BWLer hat einfach weniger Technikeinsatz, weniger Laboreinsatz. Das heißt, der kann deswegen deutlich günstiger auch sein. Aber das sind wirklich reale Preise, wo wir auch Gewinn erwirtschaften mit. Und das ist ja, wenn Sie die aktuelle Diskussion verfolgt haben im Land Sachsen-Anhalt zum Thema Hochschulfinanzierung, ist es ja für eine Hochschule in Sachsen-Anhalt gar nicht so dumm, sich das Geld auch auf andere Weise zu beschaffen, wenn man dann die Budgets sich anschaut. Ich hätte noch mal eine Frage zu der Anrechnung. Also wenn Sie jetzt anfangen und dann erkennen Sie bei dem einen Studenten das erste Semester an, bei 3 anderen das erste und zweite, bei den anderen das erste, zweite und dritte und dann haben Sie noch welche, die ganz von Anfang an studieren wollen. Dann müssen Sie ja praktisch die ersten 4 Semester blockweise komplett anbieten. Also im Wintersemester 2015 oder wann Sie irgendwann anfangen wollen. Ist das richtig? Theoretisch ist es richtig. Was wir jetzt machen, wir haben uns ganz gezielt Technikerschulen rausgesucht, wo wir davon ausgehen, dass sie relativ homogen in der Ausbildung sind. Das heißt, wir werden auch unsere Teststudierenden in der ersten Phase aus diesen Technikerschulen dann rekrutieren. Das heißt, da können wir tatsächlich dann beispielsweise im dritten Semester mit allen auch starten. Wenn wir feststellen, es gibt da 1-2 Module, die da eben so nicht funktionieren, kann man dann innerhalb der Hochschule natürlich schauen, kann man die woanders mit reinsetzen, bei anderen berufsbegleitenden Studierenden. Aber
um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, wir machen das tatsächlich so in dem BWLer, dass wir immer zwei Jahrgänge immatrikulieren. Einmal einen vollen BWLer, wo wir sagen, das sind Studierende, die wirklich vom 1. bis zum 9. Semester studieren, und dann einen verkürzten Studienjahrgang, wo wir dann also erst im 6. Semester starten. Die individuell Anerkannten, die springen dann. Das heißt, die werden im 6. immatrikuliert, unter der Auflage noch Module aus den ersten zwei, drei oder vierten Semester nachzuholen. Das heißt, das ist wirklich sehr individuell bei uns geteilt. Wir nehmen die quasi an die Hand und führen die durchs Studium. Aber nur, wenn sie wirklich alles anbieten. Ne? Jetzt in Ihrem Fall ist es ja nicht so. Genau. In unserem Fall, könnte ich mich ja gar nicht bewerben auf Ihren Studiengang. In unserem Fall wäre das schwierig. Ja. Sie würden sich dann bewerben, wenn Sie Absolvent der Technikerschulen sind, mit denen wir einen Kooperationsvertrag haben. Dann bewerben Sie sich. Geht es hochschulrechtlich, dass Sie das so einschränken? Es kann sich ja jeder bewerben. Dann prüfen wir individuell. Okay, danke sehr. Das funktioniert. Ja. Noch weitere Fragen? Dann stelle auch ich mich nicht zwischen Sie und das Mittagessen. Vielen Dank, Steffen Rogge, gerne, für das interessante Thema. Und ich sage das Zauberwort: Schnittchen.